Promi-Geflüster mal wieder mit einer volkstümlichen Ausgabe. In den letzten Folgen, da haben wir doch immer ein bisschen die Popmusik im Vordergrund gehabt und sind natürlich auch mit dem einen oder anderen Schauspieler in Verbindung gewesen. Aber heute geht es mal wieder in den Bayerischen Wald mit der Telefonleitung, mit der Internetleitung. Vielleicht, wie gesagt, kann mal sein, dass es vielleicht ein bisschen langsamer ist, man weiß es nicht. Also im Bayerischen Wald ist vielleicht doch noch ein bisschen die Sache, die Welt noch normal, sage ich jetzt mal. Erinnert ihr euch noch, 2012, immer wieder sonntags, den Sommerhitkönig? Ja, ganz genau. Andreas Hastreiter war es. Und jetzt geht's ja wieder los, die Saison, immer wieder sonntags, aus dem Europapark. Nee, Europapark direkt nicht ganz. Es ist die Wasserlandschaft Rulantica. Und jetzt aber erst geht's, wie gesagt, in den Bayerischen Wald. Und da wollen wir doch mal sehen, was der Andreas Hastreiter heute so macht. Hallo, servus, grüße dich, Andreas. Servus Frank, grüß dich. Freut mich, dass wir heute ein kurzes Interview machen können. Ja. Ist ja schon Zeit her, dass wir das letzte Mal was gemacht haben, und umso mehr ist es die Freude da, dass wir uns wieder einmal per Videochat sozusagen jetzt ganz genau sehen. Richtig. Also wir haben gerade so zurückgerechnet, 2012, das sind jetzt 12 Jahre her. Wahnsinn. Ja, die Zeit verfliegt tatsächlich. Also ich kann es selber immer nicht glauben, aber wenn man darüber redet und dann sagt ihm einer, ja, du 12 Jahre, Wahnsinn, die Zeit verfliegt. Aber ich sage mal, eigentlich ist das ein gutes Zeichen, weil wenn die Zeit schnell vergeht, dann war es nicht langweilig. Das stimmt, das stimmt. Aber wie ich schon festgestellt habe, du bleibst der Musik nach wie vor treu, auch wenn sich natürlich die ganze Musiklandschaft total gewandelt hat. Ich denke mal, Volksmusik, leider ist es in den Medien zumindest nicht mehr ganz so vertreten, wie es einst schon mal war. Wie siehst du es? Ja, natürlich. Ich sage, das Thema ist natürlich, begleitet einem auf seinem Weg, auf seinem musikalischen, ganz klar. Aber ich sage, man muss ja die Musik machen, die einem ja gefällt, die einem ja selber Spaß macht, weil nur dann kommt ja das bei den Leuten auch rüber. Also das ist ja ganz klar, ich kann mir ja nicht nur irgendwie als Mittel zum Zweck irgendwie verstellen und irgendwas machen, wo ich nicht mit voller Leidenschaft, mit vollem Herz dabei bin. Und deswegen hat sich für mich die Frage eigentlich nicht gestellt, dass ich irgendwann einmal beim Auftritt die Harmonika, die steirische, zu Hause lasse. Also das kommt eigentlich gar nicht in Frage. Das bin ich einfach, mir gefällt das, ich mache das furchtbar gerne und ich habe auch in meinem Live-Programm auch den einen oder anderen Schlager mit dabei, aber halt immer so mit der steirischen Harmonika, also immer, ich sage mal, volkstümlich gehalten, und so wird das auch in Zukunft bleiben, weil, wie gesagt, das bin ich einfach, mir gefällt das und ich freue mich natürlich auch, wenn es den Leuten gefällt, aber mich da jetzt nur, ich sage jetzt mal, zu verstellen, damit man dann irgendwie besser in den Medien vertreten ist, das sehe ich irgendwo nicht ganz als richtig und deswegen mache ich das eigentlich auch nicht, sondern ich mache das, was mir taugt, wie ich es für richtig halte und das ist einfach der Weg mit der steirischen Harmonika und volkstümlich und es ist natürlich schade, dass es in den Medien nicht mehr ganz so stattfindet, wie es du ja eh schon richtig gesagt hast, dass er das oft ein bisschen schwierig ist. Wobei ich aber das Gefühl habe, dass das vielleicht in Zukunft wieder besser kommt, auch gerade in die Live-Veranstaltungen merkt man schon, dass auch viele junge Leute einfach wieder mehr Gefallen an der Volksmusik finden. Und das ist natürlich schön und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn das in den Medien wieder sich ein bisschen, ja, ich sage mal, so in die Volksmusik wieder besser aufgenommen werden würde, wenn sich das wieder in diese Richtung entwickeln würde. Aber ja, wie gesagt, also bei mir ist das eigentlich relativ, ich sage mal, relativ fix in Stein gemeißelt. Also ich bin einfach ein Volksmusikant und werde jetzt immer bleiben. Und wie ich schon gesagt habe, man kann ja Schlager auch mit der steirischen Harmonika spielen. Recht so, so soll es sein. Und aufmerksam geworden wieder bin ich eigentlich deswegen sind wir jetzt auch wieder zusammen. Du warst kürzlich zu sehen wieder bei Andy Borg, beim Schlagerspaß mit Andy Borg. Das ist ja doch noch eine schöne Sendung, wo wirklich Volksmusik und Schlager schön vereint beisammen ist und viele Interpreten immer eingeladen werden. Allerdings hast du verraten,
es wurde schon eine Zeit lang im Vorfeld aufgenommen, gell? Die haben auch sehr viel Vorlauf. Genau richtig, ja. Also es war natürlich für mich eine große Ehre, dass ich da wieder mit dabei sein darf. Beim Andy Borg Schlagerspaß mit Andy Borg ist natürlich jetzt, ja, hat sich auch innerhalb kürzester Zeit ja zu einer wahnsinnig erfolgreichen Sendung im Grunde. Es ist ja wirklich, das Konzept ist ja absolut einzigartig und sie setzen das ja wirklich prima um und es macht irrsinnig viel Spaß, da mit dabei sein zu dürfen. Auch das ganze Umfeld, die ganze Redaktion und so weiter. Das ist so ein nettes Miteinander, wie eine große Familie, sage ich immer. Mhm. Das hat gar nicht so den Charakter von Arbeiten, sondern das macht jedem Spaß. Das ist wirklich einfach richtig aus Leidenschaft und es macht, also ist für mich eine große Ehre und eine große Freude, wenn ich da mit dabei sein darf. Und mir gefällt die Sendung selber sehr gut und immer wenn es irgendwie zeitlich geht, schaue ich mir die Sendung selber auch zu Hause an, weil man einfach verschiedene Musikrichtungen in einer Sendung hat, wie du schon gesagt hast, von der Volksmusik über den Schlager natürlich und dann auch oft so rockige Sachen oder auf Jazz-Nummern, also wirklich komplett querbeet, alles mit dabei, viele alte Melodien, die man eigentlich so gar nicht mehr zu hören kriegt und dieses Konzept finde ich einfach klasse und wie gesagt, eine große Ehre und eine große Freude, dass ich da mit dabei sein darf. Und aufgezeichnet haben wir es tatsächlich schon, das ist schon ein Weilchen her, aber natürlich müssen die auch ein bisschen im Vorfeld planen mit den Sendungen, damit sie da, ich sage mal, das Ganze einfach in Ruhe vorbereiten können. Deshalb wird das so gemacht, aber ja gut, ich sage mal, ich hoffe, ich habe mich jetzt auf die letzte Zeit nicht so stark verändert, dass man mich trotzdem noch erkennt. Auf alle Fälle, auch wenn natürlich, sage ich mal, der Bart ein bisschen dazu kam, aber das gehört dazu, ja. Das macht dich erwachsen. Bist ja auch erwachsen geworden, genau. Wenn man dich da wirklich noch von immer wieder sonntags kennt, da warst du ja noch fast noch Teenager, ne? Genau, richtig. Und ich muss immer dazu sagen, live bekomme ich ab und zu mal Komplimente für meinen Bart. Und solange das der Fall ist, kommt er auch nicht weg. Nee, also kann ich nur wiedergeben. Also auch von mir, Kompliment steht da gut. Ne? Dankeschön. Genau. Tja, die Musik, wie gesagt, ist das eine. Das ist schön, dass das alles gut läuft. Also für dich zumindest alles so, wie du es dir vorstellst. Aber es gibt natürlich auch noch einen richtigen Job, der spannt dich natürlich auch ganz ordentlich ein. Denn wir wollten eigentlich ja letzte Woche schon was aufzeichnen. Aber dann hast du mich gebeten, ob wir es nochmal verschieben können. Denn das Wetter spielt ja bei dir in deinem Beruf wirklich ganz wichtige Rolle. Denn in der Landwirtschaft, glaube ich, da muss man wirklich gucken, dass man das so machen kann, dass alles passt, ne? Ja, natürlich. Also ich sage mal, der wichtigste Mitarbeiter in meinem Beruf ist natürlich der Petrus. Und das ist halt dann immer ein bisschen schwierig zu planen, sage ich mal. Also aber es macht Spaß und das ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen die Herausforderung an der Landwirtschaft, dass man sich halt da auch auf solche Sachen kurzfristig, mittelfristig einstellen muss. Und genau letzte Woche war halt genau der Fall, da wo halt dann einfach dringende Arbeit gewesen ist, da wo es halt dann gerade gepasst hat, wettertechnisch, weil er dann wieder Regen gebracht hat bei uns. Und umso dankbarer natürlich, dass du so kurzfristig gesagt hast, okay, das können wir verschieben, dass das so problemlos funktioniert hat. Das ist natürlich super, das ist leider Gottes nicht immer der Fall. Mhm. Natürlich gerade mit Veranstaltungen, wenn man live spielen muss, da ist dann eigentlich eher, ich sage mal, umgedreht, dann muss man sich dann natürlich landwirtschaftlich dann so gut wie es geht einfach an das anpassen. Aber ich sage, bis jetzt hat das eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert und ich bin natürlich, jeder, der mich kennt und jeder, der das ein bisschen verfolgt, der weiß, ich bin ein Musiker mit Herz und Seele, aber inzwischen ist mir die Landwirtschaft genauso ans Herz gewachsen. Also ich mache das genauso gerne und für mich ist das auch eine wunderschöne Abwechslung, wenn ich sage, okay, unter der Woche bin ich am Feld oder bei mir am Hof, habe da Arbeit und am Wochenende kann ich dann zum Musikspielen fahren. Das ist für mich einfach eine wunderschöne Abwechslung und ich möchte es nicht missen. Es gibt natürlich Zeiten und Tage, wo es einfach stressig wird, wo viel auf einmal ist, gerade im Sommer, sage ich mal, Landwirtschaft und dann am Wochenende, wenn irgendwelche Festlichkeiten sind, wo man spielt. Aber es hat bis jetzt noch jedes Mal funktioniert und was dann natürlich auch ganz wichtig ist, soll es wirklich mal Terminüberschneidungen geben mit Landwirtschaft und mit der Musik, dann braucht man einfach gute Freunde,
die zu Hause aushelfen und der Landwirtschaft und vielleicht da mal das ein oder andere einem abnehmen können. Und da bin ich Gott sei Dank gesegnet, dass ich solche Freunde habe, die mir da wirklich, wenn nur der Mann ist, einspringen und mir helfen. Sehr schön, das freut mich für dich. Ja, wie schaut es denn aus, Landwirtschaft? Was gehört alles bei dir oder bei euch mit dazu? Ist es jetzt nur Ackerbau oder gehören auch Tiere mit dazu? Wie sieht es aus bei euch auf dem Hof? Okay. Also ich habe, rein von der Landwirtschaft her, ist ein sehr gemischter Betrieb. Das große Hauptaugenmerk ist bei mir der Betrieb von der Biogasanlage. Also auf gut Deutsch, ich produziere Strom und Wärme bei mir am Hof. Und habe nebenbei, also praktisch für die Versorgung von dieser Biogasanlage, natürlich Ackerbau oder einfach Feldwirtschaft, die ich mache. Ich habe einen eigenen Wald, den ich auch bewirtschafte, und habe auch noch Rinder, also Rinder zu Hause am Hof. Das sind also viele einzelne Standbeine, sage ich mal, bei mir in der Landwirtschaft. Und das spielt aber, alles Hand in Hand. Also das ist immer, da ergänzt eine das andere. Und genau, das ist jetzt eigentlich, so meine ganze Bandbreite an dem, was ich mache. Und es macht alles Spaß. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ist mir jetzt am liebsten oder was machst du am liebsten, was machst du vielleicht weniger gern. Es hat alles seine Reize, es hat alles Vor- und natürlich auch Nachteile, um Gottes Willen. Aber von der Tierhaltung bis hin zur Stromproduktion ist eigentlich mein Betrieb sehr gemischt. Und ich möchte es eigentlich auch so beibehalten, weil man einfach ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und man ist ein bisschen krisensicherer unterwegs. Und das hat uns ja die kürzere Vergangenheit ja gezeigt, dass das nicht von Nachteil ist, wenn man sich da ein bisschen breiter aufstellt. Definitiv. Wer hilft dann so bei dir mit? Also ganz allein kannst du das ja gar nicht alles schaffen und stemmen, oder? Nein, also alleine ist natürlich immer schwierig. Alleine, da bist du bald einmal irgendwo an der Grenze. Der tägliche Betrieb, also ist tatsächlich, da sind wir im Grunde zu zweit. Also meine Mutter, die hilft mir immer noch sehr viel am Hof und auch im Büro dann. Also das geht ganz gut in Hand, also da helfen wir gut zusammen. Und der tägliche Betrieb beschränkt sich wirklich auf uns beide, sage ich jetzt einmal. Das ist dann das funktioniert dann schon. Wer natürlich auch immer noch da ist und immer noch für sein Alter sehr, 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 sehr fit, möchte ich behaupten, das ist der Opa. Der ist auch noch bei unserem Hof und wenn irgendwelche Arbeiten da sind, was er machen kann und was er sich noch zutraut, das macht er auch immer noch mit Leidenschaft. Der ist ja auch sein ganzes Leben lang ein Landwirt gewesen und ist er ja immer noch. Und der ist immer noch mit Rat und Tat, so gut wie es geht, dabei. Und wo natürlich dann mehr am Hof los ist, ist natürlich dann, wenn Erntefenster sind, also egal was geerntet wird, da sind ja dann viele Lohnunternehmer oder wie eben gesagt Freunde hier, die mir da helfen, weil das alleine einfach dann nicht mehr geht. Da braucht man dann einfach mehr Schlagkraft und da ist natürlich jede helfende Hand Gold wert. Auf alle Fälle, ganz genau. Ja, Anfang des Jahres, da gab es ja große Aktionen bei den Bauern, alle großen Protest und so weiter. Warst du auch beteiligt? Ich war tatsächlich schon beteiligt, also wir haben ja da bei uns praktisch auch also Sternfahrten gemacht, haben sie es ja genannt, da waren wir praktisch dann so in, einfach mit den Traktoren praktisch durch die Straßen gefahren sind, natürlich alles angemeldet, ganz klar. Und ich habe mich eigentlich deswegen da beteiligt, weil ich einfach, die Herangehensweise dafür komplett falsch empfunden habe. Mir ist jetzt da wirklich, ich bin eigentlich nicht der Typ, der jetzt da groß irgendwo jammert oder jammern will und der allerletzte, der aber sagt, wir sind ja die Wichtigsten oder es geht ja nur um uns ganz und gar nicht, es geht ja da unterm Strich geht es ums große Ganze. Und deswegen habe ich mich ja da beteiligt, weil ich die Herangehensweise da einfach nicht für richtig empfinde. Okay. Wir haben ja in meinen Augen ganz andere Baustellen, die wir bewältigen müssen, politisch vor allem. Und es wird halt immer da der Finger hingelegt, wo es nicht so weh tut. Anstatt dass da angepackt wird, wo es richtig weh tut. Und deswegen habe ich mich da eigentlich beteiligt. Das ist zwar jetzt
fast endloses Thema, wenn man das jetzt aufgreifen will. Aber ich bin ja politisch auch ein bisschen im ganz, ganz kleinen Rahmen aktiv. Ich bin bei uns in meiner Heimatgemeinde Gemeinderat. Okay. Und durch das sehe ich das, was wir mir oft für Sachen entscheiden müssen, weil das von irgendwie von oben kommt, irgendwelche Auflagen erfüllt werden müssen, das wo teilweise fast unmöglich ist. Und über sowas muss man sich dann den Kopf zerbrechen, und wobei es woanders viel wichtiger wäre, dass man da Zeit und Kraft investiert. Und ja, das finde ich einfach nicht mehr richtig. Man muss, wenn es Probleme gibt, muss man erst da einen Finger hin tun oder muss man erst da anfangen, wo es richtig wehtut, wo der große Problemherd ist, und nicht ringsum die kleinen Sachen irgendwie behandeln. Und ganz klar. Genau, und das war halt, meines Erachtens ist das aktuell leider sehr oft der Fall, dass das genau verkehrt rum gemacht wird. Klar, jetzt wollen wir nicht zu politisch werden, denn bei uns ist ja doch eher die Unterhaltung im Vordergrund und natürlich auch die Musik, ganz klar. Was tut sich da in der Richtung bei dir? Kann man da mal wieder neue Titel erwarten oder eine neue CD vielleicht auch? Aber ich glaube, CD, das ist gar nicht mehr so das Thema heutzutage. Denke mal so einzelne Titel und die dann entsprechend gut positioniert. Ich glaube, da hat man mehr davon, oder? Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt bei der letzten Sendung Schlagerspaß mit Andy Borg, da habe ich einen neuen Titel präsentiert. Der wird jetzt die nächste Zeit auf die Streaming-Plattformen dann erscheinen. Also überall, wo man halt streamen kann, wird dann der Titel auch sein. Ich werde jetzt dann auch in Zukunft einfach immer wieder einzelne Titel präsentieren. Direktes Album ist ehrlich gesagt nicht geplant, aus einem ganz einfachen Grund. Die ganze Musikwelt ist ja auch dahingehend mit den Tonträgern sehr stark im Umbruch, weil der Tonträger an und für sich ja einfach schlichtweg aktuell ja fast wegfällt, in Anführungszeichen. Der ist natürlich noch da, aber wenn man jetzt das sieht, wenn man bei Mediamarkt, Saturn oder wo auch immer reingeht, die CD-Abteilungen gibt es ja eigentlich fast gar nicht mehr. Natürlich auch geschuldet den Streaming-Plattformen. Und deswegen ist auch das da natürlich ganz klar im Umbruch, weil es ja natürlich mit Kosten verbunden ist. Das ist ja kein Geheimnis. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte jetzt das einmal mit einzelnen Titeln probieren, wie das ein bisschen so läuft. Ich möchte es gar nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwann mal wieder eine CD erscheint. Oder vielleicht auch nicht zwangsläufig eine CD, aber ein Album, in welcher Form auch immer, dass das dann präsentiert wird. Ich denke, dass da irgendwo schon die Zukunft hingehen wird. Aber ich habe gesagt, okay, aktuell einzelne Titel, das einfach dann präsentieren, dass die Leute einfach wieder, dass wieder was Neues da ist, dass man einfach mal wieder was Neues hört von mir. Und genau das wird die nächste Zeit der Weg sein. Und ich hoffe natürlich, dass die Leute das trotzdem anhören. Und gut, ich habe ja zwei Alben rausgebracht. Also wenn jemand unbedingt noch eine CD haben möchte, dann muss ich ihm leider mit ein bisschen älteren Liedern Freude machen. Älteren, aber dennoch nach wie vor stimmungsvoll, schwungvoll, auch ein bisschen romantisch dabei, darf alles sein. Richtig. Und ich denke mal, da ruhig an den Andreas Hastreiter sich wenden, dann bekommt man eine. Oder ja, wenn es jetzt nicht mehr im guten Fachhandel ist, so wie man früher gesagt hat, aber online kann man sie auf alle Fälle auch noch bestellen. Genau, richtig auch. Ja. Wo findet man dich denn jetzt überall, wenn du gerade auch die Social Medias angesprochen hast? Instagram, Facebook? Social Media bin ich natürlich vertreten, ja. Also in erster Linie natürlich Facebook und Instagram. Das sind ja die zwei größten Plattformen, sage ich mal. Da findet man mich schon längere Zeit. Also da bin ich ja schon länger unterwegs. Und ja gut, im Internet, also die Webseite natürlich. Das ist www.andreas-hastreiter.de. Und genau, da bin ich eigentlich unterwegs und da poste ich dann auch ab und zu. Wie gesagt, ich bin da gar nicht so spezifisch auf die Musik, poste auch ab und zu ein paar Sachen von der Landwirtschaft, wenn was Interessantes passiert oder wenn irgendwie was mit der Ernte oder sowas zusammenhängt. Also da bin ich eigentlich nicht so stur, sage ich mal, jetzt in eine Richtung mit der Volksmusik, sondern das ist einfach so ein kleiner Eindruck, sage ich mal, von meinem Leben.
wie so eigentlich auch der Grundgedanke von den sozialen Medien ist, also zumindest von Instagram und Facebook. Und genau, da bin ich auf jeden Fall zu finden. Sehr gut. Und wo bist du jetzt noch in nächster Zeit unterwegs? Sieht man sich vielleicht doch mal wieder auch live? Kommst du mal wieder in unsere Ecke, Baden-Württemberg? Also ich bin live, darf ich eigentlich viel unterwegs sein. Für das bin ich sehr dankbar natürlich. Bin schon viel bei mir in der Region, also im Bayerischen Wald unterwegs. Mhm. Aber natürlich immer wieder mal, ich sag mal auswärts, in Anführungszeichen. Und ich sage mal, bei euch in der Ecke, die nächste Zeit ist leider Gottes tatsächlich nichts geplant von mir alleine. Ich bin, im Herbst ein, zwei Mal, mit ein paar Bekannten bei euch in der Ecke unterwegs. Da springe ich, sage ich mal, ein bisschen ein, musikalisch sozusagen, ein bisschen. Okay. Weil da jemand nicht Zeit hat und wir haben gesagt, okay, pass auf, das machen wir ganz einfach. Das schadet ja nicht, wenn man sich musikalisch ein bisschen so mal erweitert, wenn man da mal ein bisschen was anderes sieht. Und da bin ich unterwegs, aber das ist ja überwiegend erst im Herbst. Okay. Jetzt über den Sommer über bin ich tatsächlich sehr, sehr viel bei uns zu Hause, einfach im bayerischen Raum unterwegs. Und genau, ja. Genau, also sobald du da Termine hast, auch wenn du mit einem Musikkollegen unterwegs bist, sag Bescheid, dann treffen wir uns dann hoffentlich mal wieder. Ganz genau. Apropos Sommer, das Sommermärchen steigt ja jetzt wieder. Zumindest sind alle im Fieber, denn in wenigen Tagen geht's los, die Euro 2024, die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Lande. Andreas, schaust du eigentlich auch zu? Ja, absolut, natürlich. Also ich glaube, das ist sind ja schon fast Pflichttermine. Genau. Und wer gewinnt deiner Meinung nach? Hast du einen Tipp? Also ganz klar, also wenn ich jetzt mein Herz fragen würde, dann gibt es natürlich nur eine Antwort und da drückt man unseren Jungs von der Nationalmannschaft natürlich ganz fest die Daumen, genau. Dass sie es sehr, sehr weit bringen. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, also tatsächlich da eine Prognose abzugeben, wie weit das es geht, ganz, ganz schwierig. Wie gesagt, ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft ist da heuer absolute Wundertüte, möchte ich fast sagen, weil man es ganz schwer einschätzen kann. Es hat sehr, sehr gute Spiele gegeben, natürlich auch leider in der kürzeren Vergangenheit etwas schlechtere Spiele. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, dass vielleicht die Euphorie dann auch ein bisschen so noch die letzten paar Prozent Leistung aus den Spielern vielleicht rauskitzeln könnte. Und ich denke, dass es auf jeden Fall weit geht, ob es dann für einen Titel erreicht oder nicht. Wäre natürlich schön, ohne Frage, aber ich würde es nicht einmal sagen, dass es dann so ganz entscheidend ist, wenn die mit Leidenschaft dabei sind und da alles geben am Platz. Ich glaube, da macht auch das Zuschauen Spaß. Und Also das erste Spiel ist jetzt, glaube ich, gegen Schottland, oder? Genau. Ja. Richtig. In München, das Eröffnungsspiel. Dein Tipp? Tipp. Ich bin sehr, sehr schlecht im Tippen, aber ich sage jetzt einmal, ich sage 3-1 für Deutschland. 3-1, okay. Ich gehe mal eins runter, 2-1. Okay, dann telefonieren wir am Samstagvormittag und schauen wir, wer recht gehabt hat. So ist es, ganz genau, so machen wir das Ganze. Jo, sehr schön. Weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt wiederum überfallmäßig ist. Die steirische griffbereit? Oh, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht da, aber im Moment, ich kann es schnell holen. Wenn man ganz kurz, doch wenigstens nochmal zwei, drei Takte von irgendwas x-beliebigem hören. Dann muss man aber jetzt schnell eine Minute geben, weil dann muss ich mein Instrument holen. Das machen wir. Wir machen eine ganz kurze Umbaupause. So ganz klar. Also, bis gleich. Liebe Zuschauer, Andreas Hastreiter, wie gesagt, er ist im Bayerischen Wald zu Hause und wir kennen ihn natürlich von immer wieder Sonntags von 2012 Sommerhitkönig. Und Sommerhitkönig, der startet auch dieses Jahr wieder. Jetzt geht's dann die Saison auch wieder los.
am 17. 16. 16. 16. Juni. Immer wieder sonntags mit der neuen Staffel aus dem Europapark in Rust. Und wenn ich so sehe, man sieht ihn, er darf vielleicht einen Schritt weiter nach hinten gehen, dann haben wir sonst nur, genau, so wird es besser. Also, ich blende mich mal zurück und sage Andreas Hastreiter, will mein Programm wieder nicht. So, jetzt ist er da, jetzt passt's. Ja, jetzt habe ich es da. Genau. Dieses Instrument. Okay. So. So, ich hoffe, dass der Ton ein bisschen passt. Ja, 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 das klingt ganz aktuell so, klingt ganz gut, glaube ich. Wunderbar. Dann spielen wir schnell nochmal. Vielen Dank, Dankeschön. Das war Andreas Hastreiter mit der steirischen Harmonika, die natürlich zu ihm gehört wie keine andere, ne? Genau, richtig. So ist es. Genau. Also bleibt der Sache weiterhin treu und dann hören wir uns und sehen wir uns hoffentlich dieses Jahr irgendwo mal wieder live. Vielleicht können wir auch mal wieder zusammen aufs Oktoberfest. Mal schauen. Ja, genau. Lang überfällig. Genau, ja. Richtig. Auch da haben wir. Es ist natürlich auch super schön, dass du das dein Brummigeflüster natürlich nach wie vor machst, weil es ist ja total interessant, weil du kennst ja Gott und die Welt, sage ich immer, du bist ja schon sehr, sehr lange und sehr, sehr viel unterwegs. Du kennst ja wirklich extrem viele Künstler und natürlich immer interessant, wenn man auch ein paar so Blicke hinter den Kulissen immer erhaschen kann bei dir. Und ich kann das nur zurückgeben, mach bitte so weiter. Es ist echt sehr, sehr schön, wie du das machst. Und man merkt auch, dass du mit Leib und Seele dabei bist. Und ich glaube auch, ich spreche da im Namen von allen meinen Kollegen, dass es sehr, sehr schön ist, wenn man auch da bei dir die Möglichkeit hat, dass man sich einmal auch vielleicht ein bisschen von der privaten Seite präsentieren kann. Unbedingt. Das versuchen wir weiterhin so zu machen. Ich sage nochmal dir jetzt herzlichen Dank für deine Zeit. Grüß den Bayerischen Wald. Gibt es auch einige Kollegen, Musiker, deine Mama natürlich auch sowieso. Und irgendwann sehen wir uns hoffentlich wieder. Ich freue mich drauf und den Zuschauern jetzt auch. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Sendung. Dankeschön. Servus. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.